Servus Leute und willkommen zurück zu Folge Nummer 58 Ghost of Tsushima. So Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Wir gehen jetzt mit großen Schritten, glaube ich, aufs Finale entgegen in Ghost of Tsushima. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja den Brief an unseren Onkel geschrieben, dass wir halt jetzt bald den Kahn angreifen und er uns helfen könnte, egal wie, ob wir jetzt als Vater und Sohn miteinander kämpfen oder als verschiedene Krieger halt. Ich bin gespannt, was er macht. Und ja, dann schauen wir halt weiter in die Geschichte rein. Genau. Wir markieren uns hier einmal das Ziel und machen da auch gleich eine Schnellreise hin. So, das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir die 58. Folge von Ghost of Tsushima. Flotter, Sora. Sprich mit Yuna, wo ist denn die? Ah, da unten ist sie schon. Wir haben jetzt übrigens auch ein Pferd bekommen wieder. Sora heißt die Gute. Unser Kage ist ja gestorben am Anfang vom dritten Akt. Wo warst du so lange? Ein bisschen rumgeguckt. Mein Herr. Weil wir immer Stress machen müssen. Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Kahn besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früh an. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Okay. Endloser blauer Himmel. Optional, sprich mit deinen Verbündeten. Das machen wir natürlich. Wir machen alles Optionale. Der hier nicht. Das wäre hier oben wahrscheinlich, oder? Müssen wir nochmal einschwören jetzt hier auf die letzte Schlacht. Masako. Masako, ihr seid tatsächlich da. Ich sagte, ich komme, wenn ihr mich braucht. Aber der Kahn muss sterben. Er ermordete meinen Gemahl und seine Männer töteten meine Söhne. Ich bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Dabei unterstütze ich euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Okay. Gehen wir mal zum Ishikawa. Sakai! Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Ich gab euch mein Wort. Ihr habt mir weit mehr gegeben. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl. Sensei, bereitet euch nun auf morgen vor. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet dann nichts. Seid gegrüßt, Fürst Sakai. Wie haust du denn was? Da sind wir, mein Herr. Ihr seid gut gelaunt. Natürlich. Ich habe mir einige Gläser gute Laune gegönnt. Gönnt euch nicht zu viel, auch so viel. Sonst verschlaft ihr den morgigen Tag. Scherz beiseite.
Den morgigen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin für Taka hier. Danke, Kenji. Sie bezwangen die Könige von China und Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiter zu kämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Es ist soweit. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Würde ich sagen, go. Oder? Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Geht's hier Stellung im Fischerdorf? Gib hinten Acht, Masako! Lass sie nicht hinter uns! Oh! Hab ich gar nicht gesehen. Vorwärts! Stürmt!
Oi, was ist? Okay, sehr schön. Nimmst du Pfeile mit? Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Okay. Reise mit dem mit deinen Verbündeten zum Treffen mit Norio. Ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Vielleicht kommt er noch. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Keine Gnade für die Mongolen! Kämpft! Wir kämpfen für Fürst Sakai! Für den Geist! Okay. Ich muss auf ein Dach hinauf, das Lager ausspähen. Irgendwie den Kahn finden. So den Aussichtspunkt, um den Kahn zu finden. Kommen da. Okay, wir sind am Wachturm angekommen. Kotun Khan. Jetzt kommt sein Onkel, oder? Geil! Geil, Leute! Für Tsushima! Keine Gnade! Boah, ich krieg Gänsehaut! Ich muss nur zu dem Herrenhaus. Ja.
Nein, ich sterbe hier. So, ich wollte jetzt mal ein bisschen mein Kunai-Zeug zurück und so. Vorräte. Na, die haben eigentlich nichts. Der nervt mich. Schauen wir hier noch irgendwas snacken können. Ich hab halt gar nichts, gell? Das wird halt schwierig werden jetzt gegen den Kahn. Weil ich nichts habe. Was hat denn der da? Speerkämpfer. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Alter, macht der Schaden.
Ja, ist ja kacke, aber ich. Die Legende verblasst schon. Weil ich nichts habe. Ich muss erst mal schauen, wie der kämpft. Wird wahrscheinlich ein paar Tries brauchen. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. Alter. Ihr seid schwach. Ich habe euch schon mal besiegt und ich tue es erneut. Ihr klingt besorgt. Eure Legende verblasst schon. Das ist halt scheiße, wenn du nichts hast. Du kannst halt überhaupt nichts machen mit ihm groß. Aber es klappt schon. So schwer, glaube ich, ist er nicht. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Ja, dann muss ich da hinten ausweichen. Okay, alles klar. Eure Legende verblasst schon. Ach, dass ich überspringen kann, den Scheiß. Mann, das nervt mich. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Also. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. Schon mal besiegt und ich tue es erneut. Ihr klingt besorgt. Irgendwas hat er noch im Petto. Das Schwein, ich hab's gewusst.
Schwein, du! Endlich down. Tötet mich und ein anderer wird nachkommen. Bam! An uns wird man sich erinnern. Auf ewig. Nein, ihr werdet vergessen. Thank you.
gehört dir. Okay, Leute. Der Khan ist tot. Haben wir das geschafft? Aber seine Armee ist noch hier. Unsere Heimat ist erst sicher, wenn sie vertrieben wurde. Wenn die Mongolen weg sind, was passiert dann? Ein neues Leben beginnt. Früher wusste ich, wie mein neues Leben aussehe. Jetzt weiß ich nicht mal, wer ich bin. Eine große Kriegerin. Eine treue Freundin. Und eine Diebin. Was war einmal? Du entscheidest, was du morgen sein wirst. Okay. Wir können nicht lange bleiben. Mein Onkel wird nach uns suchen. Nein, wird er nicht. Nach dem Kampf schickt er einen Boten. Mit einem Friedensangebot? Er will dich treffen. Okay. Am stillen Wasser unter dem rotblättrigen Baum. Der Omi-See. Als Kind hat er dort mit mir trainiert. Soll ich mitkommen? Ich muss alleine gehen. Er ist meine einzige Familie. Ich weiß. Es tut noch weh, an Taka zu denken. Sein Haar, das immer nach Qualm roch. Sein leises Lachen. Wie er geschimpft hat, wenn ich zu viel trank. Mein Leben lang war ein Teil von mir. Und jetzt bin ich allein. Du bist nicht allein. Du hast mich. Einen Geist. Du gehörst doch allen. Jetzt knallen die Trophäen rein. Sehr schön. Die Geschichte von Fürst Shimura. Ah, jetzt kommen auch die Fragezeichen. Sehr schön. Schauen wir uns, ob was fehlt. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ja, da machen wir natürlich auch den Rest vom Spiel fertig. Also, es war jetzt eigentlich schon das Ende, aber den kompletten, die schauen wir mal, ob wir die Platin-Trophäe dann erreichen können in der nächsten Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.